Meine Leute und ich stehen schon bereit. Willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir wollen heute mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Action verbreiten. Dafür habe ich mir hier zwei Homies mitgenommen, damit wir nicht ganz alleine in der Kacke hocken. Und jetzt fahren wir nämlich in die Stadt raus, zum Ammunition, ein bisschen aufrüsten. Und danach räumen wir im Glen Park auf. Aktuell Ballers Gebiet. Aber nicht mehr lange, denn heute machen die Grove Street Families ein wenig Landgut. Es wird Zeit, dass die Gegner wissen, dass wir wieder da sind. Guck mal, die haben gar nicht auf mich geschossen. Ihr sollt eigentlich kein Drive-By machen, aber gut, okay. Tobt euch aus, wenn ihr unbedingt wollt. Was ist das eigentlich für ein Auto hier? Das gibt auch gut Zunder. Hört doch auf, einfach in der Gegend rumzuschießen, Mensch. Au. So. Da wären wir auch schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier überhaupt so alles kaufen kann. Mein Geldbeutel wird nicht allzu viel hergeben, denke ich. Das Auto für die Mission mit Caesar aufrüsten hat mir echt das letzte Hemd ausgezogen. Doberman. Das ist Ammunition. Hier kannst du Waffen und Munition kaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das mir nicht gesagt hätte. Das erkennt man so ja nicht unbedingt. Hus. Das ist der Glen Park. Boah, das Gebiet. Nicht mehr lange. Ja. Du musst die feindliche Gang ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Das können wir durchaus machen. Habe ich kein Problem mit. Okay, du sollst Glen Park, Ballers Gebiet erobern. Geh ins Ammunition, falls du eine Waffe brauchst. Na, ich will zumindest mal gucken, was ich so kaufen kann. Vielleicht ist ja was ganz Gutes dabei. Es ist eine neue Waffe erhältlich. Das will ich hoffen. Grüß dich. Was hast du denn Schönes? Was hast du? Hast du Schrotflinten zufälligerweise? Oh, der hat auch abgesägte. Bei 1000 Ocken, was kriege ich denn dann? Wie viel Schuss kriege ich denn da? Wise choice, sir. Wise choice. Nicht besonders viel, jetzt bin ich pleite, aber hey, wir haben über 300 Schuss, das sollte genügen. Ich hoffe gerade so ein bisschen, dass es noch für eine kugelsichere Weste reicht. Oh ja, dafür reicht's immer, das ist gut, dafür reicht's immer. So, gib her. Jo, ist klar. The war is coming, you hear? Und wie der Krieg kommt. Aber nicht zu dir, mach dir keine Gedanken. Freunde, wir gehen los. Steige ein. Polizei kriegt auch gar nichts mit, weißt du? Hier Gangleute, die hart bewaffnet aus dem Ammunition kommen. Und das stört die einfach gar nicht. So, und jetzt Konzentration. Vollste Konzentration. Jetzt geht's aber los. Jetzt gehen wir aufräumen, ob wir wollen oder nicht. Also eigentlich wollen wir ja. Aber irgendwie auch nicht, ich habe Angst. Ich möchte bitte nicht beschossen werden, dankeschön. Könnt ihr nicht einfach aufgeben? Oh, das Gebiet wird auf dem Radar violett dargestellt. Ich sehe schon. Das hier ist also Ballers Gebiet. Greife feindliche Gangmitglieder an, während du zu Fuß unterwegs bist. Okay, bitch, blow it! Dann wollen wir mal. Ballers getting a takedown. Wo sind sie denn? Gib mir mal ein paar, ich bin bereit. Wird geschossen? Auf uns? Warum? Hör auf zu zielen. Ich brauche irgendwie noch mehr von den Typen, sonst wird das nichts. Einer von meinen Homies ist schon tot. Okay, jetzt geht's los. Gangkrieg provoziert. Ich lade mal eben nach. Und meine Gang ist tot. Dann wird das wohl doch eine One-Man-Show. I'm packing heat, fool. Wie war das mit hinducken?
Du hast die erste Welle überstanden. Kommen noch 80.000 weitere, nehme ich an. Die kommen wieder von unten. Aber suchst du Streit? Oh, guck mal, da hinten spawnt auch Westenzeug. Weißt du was? Gib die her jetzt. Lass mich bloß in Ruhe. So, damit haben wir auch die zweite Welle geschafft. Ich halte mich mal hier in dem Gebiet auf. Sicher ist sicher. Falls ich Heilung und Dingens brauche, wäre das nicht verkehrt. Ich mache hier wieder einen auf Special Agent hier. Ich bin der Tod aus dem Busch. Also bisher finde ich es eher angenehm. Dieses Viertel gehört dir. So wie sich das gehört. Ey, ich wollte die Weste aufsammeln, die ist umsonst. Die Crow Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet auf dem Radar. Ist es grün markiert? Das will ich ja wohl hoffen hier. Das ist unser Viertel. Verschwindet. Sauerei ist das hier. Über diese Geischen am Gebiet. Deine Gaming-Glieder sind jetzt auch in diesem Gebiete zu finden. Auch das will ich ja wohl hoffen. Wobei die nicht sonderlich nützlich sind. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen. Du musst es verteidigen. Oh je. Muss ich mich auch noch aktiv drum kümmern? Das ist ja ein Ding. Wenn ein Angriff stattfindet, wird das betroffene Gebiet rot aufblinken und auf dem Radar wird eine Markierung erscheinen. Ich will nicht, dass die hier was zurückerobern. Durch die Übernahme eines Gebietes gewinnst du Achtung und Geld. Das Geld erscheint beim Unterschlupf in der Crow Street. Oh, das ist natürlich gut. Also Kohle würde ich gerne ein bisschen verdienen. Was? Tenpenny? Was hat denn der mit dir zu tun? Mission erfüllt. Respekt. So. Darf ich noch mehr Ganggebiete einnehmen? Hier ist nämlich direkt eins nebenan. Oh, hier sind mehrere nebenan. Da kann ich doch gleich mal ein bisschen... Ich würde gerne mal auf die Karte schauen wollen. Das war nicht die Karte, Peter. Merkst du selber. Merkst du selber. Oh, hier gibt es ganz schön Ganggebiete. Vor allem die Ballers sind natürlich extrem unterwegs. Ich würde aber lieber in meiner Gegend aufräumen. Bin hier irgendwie so am Arsch der Welt, verstehe da mein Problem. Ich fahre lieber Richtung Crow Street und räume da in der Umgebung auf. Weil da kommen wir auch am ehesten zur Verteidigung hin. Gib mir mal deinen Hermes, ich bin der Götterbote. Tschüss! Weil die hinten am Hintern der Welt, wenn die hier erobern wollen, da brauche ich doch ewig, bis ich hier bin. Da hole ich mir doch lieber erstmal Gebiete in meiner näheren Umgebung. Auf das Ruhe einkehren möge. Entschuldigung. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf davon. Glaubt ihr das? Ich will keinen Schluck aufkriegen. Ich habe noch nie in einem Let's Play Schluck auf. Das wird nicht das erste Mal sein. Glaubt mir. Ich unterdrücke das Gefühl. Au. Ich muss mich heute ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Ich fahre heute noch schlimmer als sonst. Wenn ich hier durch meinen Viertel tiger. Seht ihr, was ich meine? So, hier zum Beispiel sind wir doch jetzt knallhart in meinen Gebieten. Hier würde ich gerne ein bisschen mehr für mich beanspruchen wollen. Also, lasst euch blicken. Liebe Leute, lasst euch sagen. Der Lord, der hat gleich zugeschlagen. Das Gebiet mit jedem drin ist hier jetzt gleich richtig hin. So macht man das. Du hast einen Bandenkrieg provoziert. War eventuell sogar in meinem Interesse. Gib das her. Ich will lieber die hier. Ich bloß in Ruhe. Die haben aber ganz schön Bewaffnung direkt am Start.
legen ja gleich richtig los. Wo gibt's denn hier für den Fall der Fälle ein bisschen Ausrüstung? Peter hätte nämlich gerne was. Oh, so you think I'm... Bloß in Ruhe. Nein! Oh, ich habe hier halt nichts gefunden an Ausrüstung. Das war mein Problem. Ich habe einfach nichts gefunden. Ich bin verendet. Ich bin elendig verendet. Und jetzt sitze ich hier mitten im Ganggebiet und habe keine Wumme oder was? Das kann ja nicht wahr sein. Ich hatte halt nichts. Was hätte ich tun sollen? Oh, ich durfte die Waffen behalten? Ich dachte, die werden einem abgenommen, wenn man ins Krankenhaus kommt. Das ist ja praktisch. Da können wir ja eigentlich direkt wieder loslegen. Mein Problem ist halt wirklich eher, wenn ich da in dem Gebiet keine Ausrüstung finde, wird das ein bisschen eng. Da muss ich jetzt vielleicht doch ein bisschen bedachter vorgehen. Darf man während dem Bandenkrieg eigentlich in die Hütte rein? Ich weiß es gar nicht. So, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder straight vor Ort. Und sind eigentlich auch bereit. Bereit und breit. Hier gibt es ja auch schöne, neckige Seitengassen. Da kann ich mich ja auch erstmal rein verziehen. Dann kriegen die volles Rohr eine ran, wenn sie es am wenigsten erwarten. Da hinten. Oh, hier hinten ist aber auch nicht schlecht. Hier hinterm Pizzaladen kannst du dich auch gut verschanzen. Jetzt kommen sie aber von zwei Seiten hier an, wa? Put, put, put! Guck mal, hier sind jetzt auch Heilsachen gespawnt. Da kann ich mich ja gleich mal in die Umgebung setzen. Ich würde halt Pistole auch gerne leveln. Ah, die gehen ja direkt ran. Das glaubst du gar nicht, wie die direkt rangehen. Jetzt ist hier auch eine Heilungsweste. Eine Heilungsweste, sage ich schon. Eine schusssichere Weste. Die gönne ich mir auch direkt. Von da oben kommst du zuerst. Nicht mit mir. Oh, ich habe eine AK abgestaubt. Das ist aber auch nicht schlecht. Das Viertel gehört jetzt dir. Wunderbar. Und ich habe noch ganz schön was übrig. Da können wir eigentlich gleich ins nächste Viertel rüberrennen. Oh, hier ist noch eine Schwebeweste für unterwegs. Wir räumen heute nämlich richtig auf, müsst ihr wissen. Wir räumen heute mal richtig auf. Es lief auch deutlich besser als die letzte Tour. Ich gehe erstmal auf die Pistole wieder zurück. Jetzt müssen wir ja eigentlich nur hoffen, dass hier in dem Gebiet irgendwie was kommt. Oh, mich ruft wer an, Hallöchen? Da oben. Homie, it's Denise. I need some attention. Don't make me come and put a cap in your ass. I'm sorry I've been neglecting my girl. Get ready, I'm gonna come pick you up. Als ob die mir nachschießen will. Ich brauch noch mehr von der Sorte, sonst geht hier gar nichts los. So, kann losgehen, Freunde. Noch ein bisschen Pistole leveln hier, hä? Wir verstecken uns mal beim Big Smoke. Im Garten. Da können sie sogar nur von einer Seite kommen. Da können sie eigentlich wirklich nur von der Seite kommen, oder? Oder?
Oder können die über Zäune klettern? Get in there. Oh yeah, that's right. I'm just a mort. Don't let my stature fool you, man. I got your back. I got your. Ist ein bisschen sehr unglücklich, was hier läuft. Die packen schon wieder die großen Waffen aus. Das kann doch nicht wahr sein. Bitteschön. Rest kannst du behalten. Du widerliches Dreckschwein. Den habe ich gegeben. Ist mein Gebiet. Verschwindet. Und kommt bitte nicht wieder. Kugelsichere Weste war wohl wieder zu viel verlangt. Was rennst denn du da rum? Oh, das klang böse. Die rücken hier mit AK an. Also mal so ein bisschen Richtung Weste zu kommen. Oh, die AK macht aber auch ganz schön Damage an denen. Du hast die zweite Welle überstanden. Das will ich hier wohl hoffen. Gib mir mal die ganzen AKs rüber. Die Munition ist bestimmt wertvoll. Wenn ich wissen, was so eine AK auf dem freien Markt kostet. Aber mit der AK kannst du auch nicht sprinten. Zieht euch das mal rein, wie viel Muni ich mir hier klär. Das ist ja ultimativ geil, ist das. Bei solchen Missionen kannst du ja richtig aufrüsten. Oh, guckt euch mal meinen AK-Skill an, wie der hochgeht. Uff. Die Mission ist schön, die spare ich mir jetzt erstmal. Ich will lieber hier noch ein bisschen skillen. Aber wo rennen die eigentlich hin? Ihr müsst hierher kommen, Leute. Hier hinten spielt die Musik. Oh, der hat eine AK vor sich. Wo rennt denn der andere eigentlich lang? Der kommt hier gleich um die Ecke gefegt und dann kriegt er richtig einen ran. Pass auf, gleich kommt er. Zack! Dieses Viertel gehört dir. Will ich hier wohl hoffen. Und wir sind immer noch gut dabei. Ich hätte auch gern dieses Zwischenstück hier, muss ich gestehen. Haben wir noch Pistole? Da können wir uns nämlich noch das Gebiet hier gönnen. Und da haben wir unser Gebiet nämlich erstmal extrem rasant ganz schön erweitert. Ne, der hat den nicht gerade ernsthaft angefahren jetzt, oder? Das war ja super, die Aktion. Hast du gut gemacht, Autofahrer. Du hast mir meine Optionen geklaut. Ich brauche doch noch ein paar... Kondition plus, wofür denn? Weil ich so gut im Abdrücken bin. Abdrücken kann ich immer gut. Da vorne kommt er. Und ein Gangkrieg ist provoziert und wisst ihr was? Bevor wir sehen, wie dieser Gangkrieg ausgeht, mache ich eiskalt Schluss für heute. Beim nächsten Mal erobern wir das Gebiet und dann denke ich, haben wir erstmal genug erobert. Dann können wir mal gucken, was wir so missionstechnisch zu tun haben. Ansonsten, jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut oder was?